Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Jetzt wollte ich beinahe Starfield sagen, Lords of the Fall. Gut, ja. Ich muss jetzt. Ach verdammt, das wollte ich nicht. So, teleportieren. Nee, nicht. Oberkeilraff muss ich. So. So, da muss ich irgendwie hoch. Damit ich dort dann auch am besten den Shortcut aktivieren kann. Halt. So, weg mit dir schon mal. Feuertyp ist dort. Und hier oben ist ja die Arschgeige. Das war ätzend aufgrund dessen, wie ich meine Position da war und dass er mich, wie er mich zurückgedrängt hat. Sehr schön. Das war's mit der Arschgeige dort. So, jetzt muss ich hier nur. Ja, der bricht da ein, der Weg. So, hi ho, hier noch irgendwas. Sehr schön. So. Okay, eine Axt des Henkers. Freu nicht. Ich habe ja schon meine Ausrüstung im Grunde fertig. Sehr schön, die Lava, die hier runterkommt. Oh ne, das ist auch eine fiese Kombination, die da. Hi. Hm.
Sehr schön. Arschgeige. Also ich finde den echt immer sehr unangenehm zu bekämpfen, muss ich sagen, das Viech. Okay. Können wir damit aufhören? Also bisher kann ich den noch eigentlich relativ gut bekämpfen, muss ich sagen. Aber einmal noch mal heilen, danke. Okay. Das lief doch sehr gut, würde ich mal sagen. Also da ist das. Ist hier ansonsten irgendwo noch... Ah, okay, ja. Dann würde ich tatsächlich aber hier den Setzling setzen. Okay, Burg Bramis. Mhm. Also Charakter aufwerten. Also eigentlich würde ich ja ganz gerne noch Stärke und Vitalität beide auf Stufe 40 hochkriegen.
wenn ich ehrlich bin. Ich denke, es ergibt für mich gerade mehr Sinn, Stärke noch weiter zu pushen. Weil das dafür sorgt, dass ich mehr Schaden mache. Mit den Lebenspunkten, die ich habe, komme ich ja eigentlich ganz gut aus. Wie gesagt, eigentlich. So, dann sollte ich mal nach Umbral gehen. Und hier kurz schauen. Ich wollte doch sagen, irgendwo muss hier doch einer sein. Ach, fuck it, ey. So, danke. Hi. Aber nicht gut. Danke. Hi. Fuck it, das war nicht gut, da hätte ich. Sehr gut. Damit habe ich den nächsten Überrest zusammen. Also, nee, ich würde sagen, sind das ja nicht heilige Quintessenz. Damit fehlen mir jetzt noch zwei heilige Quintessenz, glaube ich. Dann kann ich mein maximal aufwerten. Und hoch. Ah ne, stimmt ja. Ich bin ja nicht gestorben. Das heißt, der müsste da ja. Beziehungsweise ich habe ja auch nicht resettet. Das heißt, der müsste ja eigentlich noch tot sein. Ja, sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön. So, ich brauche ja 4 heilige Quintessenz. Wie viel habe ich aktuell? Und das ist das hier. Hier noch irgendwas. Ah, 2 habe ich. Das heißt, 2 fehlen mir noch, damit ich auf 4 aufwerten kann. Damit, oder eher gesagt, damit ich auf die höchste Stufe aufwerten kann. Tagebuch. Aber Kanä vom Burg Brandes. Okay.
Okay, da durch und dann. Dort komme ich nicht weiter, weshalb ich erstmal links rum muss, heißt das. Okay, verstanden. Schön. Ne, da drüben komme ich glaube ich gerade nicht hin. Dafür ist die Lava einfach viel zu unangenehm. Oh ne, das ist eine der Zauberinnen mit so einem blöden Doggy. Die Kombination finde ich immer sehr unangenehm. Oh ne, es ist sogar. Oh ne. Warte mal kurz. Aha. Haha, da habe ich den getrickst. Aber gut, damit weiß ich Bescheid, ich komme da nicht durch. Ich komme hier nicht durch, um darüber zu laufen, heißt das. Okay. Habe ich ja schon aufgesammelt. Sehr schön. Damit darfst du jetzt
Geht doch. Ich finde die Viecher immer so unangenehm zu bekämpfen, muss ich sagen. Hier ist nicht. Ich weiß nicht, ob ich da so ein Ding hochpacken möchte. Oder wie viel habe ich? Okay, ich habe noch 5, ja. Okay. Notfallshalber kann ich mir bei den Shortcut dann wieder einen neuen setzen. Das kann ich jetzt doch machen. Ich habe definitiv genug, dass ich mir das leisten kann, daher ja. Gut. It's a trap. Aber ich war eindeutig der richtige Weg gewesen. Einerseits, um die Gefahr loszuwerden, andererseits, weil ich mir damit einen Überblick verschaffen konnte. Das war eigentlich auch der Hauptgrund, warum ich auch gelaufen bin, um mir einen Überblick verschaffen zu können. Keine Ahnung, irgendwie hat er da nicht vernünftig blockiert. Gut, dass ich mir den Setzling dort gesetzt habe. Fuck it, ey. Die Aufgabe gehört jetzt meine Kraft.
Alter, ey. Ich finde die wirklich so unangenehm zu bekämpfen, diese Dinger. Alter, kann ich mal bitte... Uff, ey. Uff. Nee, ich bin jetzt schon im Wald. So. Aha, das ist eine Umwelt-Entität. Oh nein, ey, das war dämlich. Das war so dämlich, ey. Scheiße. Okay. Okay, aber ich habe die Umbra-Entität da schon mal mitgenommen. Ich würde sagen, ich mache jetzt einen Run for it. Ich habe keine Lust, die ganzen da nochmal jetzt zu bekämpfen. Ah, okay, ich kann... Ich hasse diese Viecher, die sind so nervig. So, der Weg einmal frei.
Sehr schön. Das finde ich doch mal eine sehr schöne Sache, die das war. Komm, ich geh den. Okay, den hatte ich gar nicht. Den hatte ich übersehen gehabt. Hm. Naja, egal. Jetzt habe ich den ja. Oh nein. Okay, dann halt so. Wie 13.000. Mhm. 1600. Ja, nee, wird etwas knapp. Auch wenn ich den tatsächlich ganz gerne mitnehmen würde, aber wird doch dann etwas knapp. So, diesmal passe ich auf, dass ich dann nicht aller Schnitt. Mhm. Okay, dort kann ich nicht weiter. Dann. Ah, ich weiß jetzt, wo ich bin. Ich weiß wieder, wo ich jetzt bin. Dann werde ich mir hier den neuen Ding, den neuen Reset-Punkt dann setzen. Beziehungsweise den neuen alten. Uff, ey. Ist doch sowas von... Oh, ich hasse es, ey. Geht doch. Der dürfte den zum... Okay, lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Mhm. Oh
Okay, da unten kann ich nicht runter droppen. Dann habe ich das schon mal gesehen. Ich glaube, den dort brauche ich jetzt, glaube ich, nicht. Hoffe ich zumindest. Ich wusste es doch. Und wieso habe ich jetzt das Gefühl, dass hier ein... Oh ne. Oh ne, das finde ich ganz unangenehm. Aber jetzt bin ich auch noch mitten reingesprungen in den. Uff, ey. To sleep so soundly. It soothes him having you near, and I know how exhausted you are. This sickness can wait. The situation of those fanatics is precarious, and every day it seems the knife's edge on which Mornstead rests becomes thinner. I won't allow my weakness to be the ruination of my kingdom. It's not weakness, Bramis. You know that. My love, please. Now, let us just enjoy the moment. Oh nee, ich hab keinen Bock jetzt auch noch hier Blutritual Scheiße. Oh toll, PS Legwork, das klingt ja mal sehr schön. Wobei, ah ja, stimmt, da muss PC sein, weil ich ja dementsprechend eingestellt habe, das sind nur PC. Ach komm, ey. Really, da komme ich jetzt nicht rein. So kurz davor. So kurz vor dem Punkt, wo ich... Ist hier denn überhaupt irgendwo Platz zum Kämpfen? Hier, wenn. Alter, wieso habe ich hier eigentlich... Aber ich sehe nichts, ich sehe hier nichts. Es ist so kacke, wenn man da nichts sehen kann.
Für den PvP ist das Teil echt scheiße, weil man sieht da halt absolut null dabei, wenn man das Ding da in der Fresse hat. Okay, jetzt muss ich hier... Oder, was heißt muss? Ich möchte ja einfach einen auf Running Man machen. Oh. Interessant, das zu sehen. Mhm. Da ist noch ein Item. Ja, das hole ich mir dann gleich. Erstmal möchte ich mir hier einmal meine Seelen zurückholen. Hi, weißt du, dass du da bist. Und das interessiert mich aber jetzt gerade überhaupt nicht, weil ich möchte hier einmal... Warte mal, ah ne, hä? Wo sind denn meine Seelen? Ah, da unten, na toll. Einmal Kraft zurückhalten. Dann setze ich mir einen neuen Setzling. Und zwar hier rein. So, und jetzt laufe ich nämlich nochmal zurück und möchte mir das Item dort holen. Und danach werde ich wahrscheinlich diese Folge auch beenden. Aha, verbessert das verfluchte Bildnis. Hi. Oh. Uff, ey. Ich geh mal nach Himmelsrast. Uff. Kann ich bei dir irgendwas verscherbeln noch, was ich nicht mehr brauche? Beziehungsweise was ich doppelt habe. Sieht tatsächlich gerade nicht so danach aus. Oh. Versetzt zusätzlichen physischen Schaden. An sich nicht so schlecht. Ah, hier kann ich tatsächlich... Gewand des Büßers, mhm. Nee, Paladin-Sachen möchte ich ja behalten, habe ich mir überlegt erstmal. Dresden Sam, mhm.
Ich weiß nicht, was ich da gerade noch bekommen hatte. Egal. Ich würde dann jetzt an dem Punkt diese Folge hier dann erstmal beenden. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.